Das ist Ihnen aber auch selbst. Stallbesitzer über 120 Pferde stehen bei Ihnen zur Taxon vom Ebenhain aus Nürnberg, vom Bodenhof. Flauschige Werbung mit Effi, mit Ab, mit Libia. 15-0 von Kumanschein. Ganz klar. Ja, ein bisschen Glück gehört auch dazu. Wir wollen das abgeteilt am Pferdeverein. Ja, mit Ihrem Sponsor, dem Maritim Seehotel, auf der Brust und die Elektro-Maritim, läuft das dann natürlich gut für das Team. Ja, genau, wir sind aber wieder am und genommen. Ja, so ist das ganz auch schon mal. Die Pferde auch hier nicht mehr in der Gewissheit der Linken sein. Er kann es. Und sich dabei am Tor vorbei. Ja, aber auch schon links ist die Gewissheit, rechts eben die Offside. Du nehmen mal Fachbegriffe. Sagt ja auch der Sport der Könige, Könige Sport. Ja, schnell gedreht. Manche darf nicht an den Ball, muss weggehen, muss ihn schlagen lassen. Und er wird Olli mit Effi zum Anschlusstreffer. 1:5 für den Titelsponsor vor Solitär. Entweder bist du in England und fährst auch derzeit der Bus vorgeschrieben, bist oder hier bei uns in Deutschland. Also mal nicht mixen. Schön hier ein bisschen Zirkus. Argentinier, und das war die Falle. Guck mal, er lacht. Ja, er weiß es ganz genau. Wie gesagt, Polo-Manager, Polo-Professional, Coach Dominik Velasquez. Ja, und Thomas, weil du uns jetzt gerade so schön von Nearside und Offside erzählt hast, ich hatte schon begonnen, es gibt auch noch andere Schläge, andere Neck. Jetzt hat aber erstmal Jeanette Diekmann einen Schuss auf das unverteidigte Tor. Einmal durchziehen, leider links vorbei. Ja, und sie durfte auch nur einmal schlagen. Sie hat den Ball nicht optimal getroffen. Aber jetzt geht es auch gleich weiter. Das ist so, passiert so. Und in diesem Fall Pech gehört dazu. Und jetzt Mancherano und Richard. Hammermann hat den Ball verteidigt. Schön vorgelegt von Donald Hüttmann auf Comanche Granada. Der ist völlig voller Energie. Zieht ab, knallhart. Und der Ball knallt rein zum 6:1.